Alarmstufe 4 fängt gut an. Helikopter am Anflug. Ich wiederhole. Helikopter, ja, da hast du recht. Ich bin gerade ein Helikopter. So, als erstes mal dieses blöde Boot erlegen, wa? Ja, guck mal, die da hinten dürfen, ne? Aber ich darf nicht. Mach mal dieses Boot da platt. Kein Problem. Ich werde hier schon von anderen Helikopter verfolgt. Okay, weiter geht's. Erstmal sehen, was wir hier noch alles zerstören können mit dem Helikopter. Da ist zum Beispiel noch was. So. Da sind aber noch ein paar Satelliten und ein paar Treibstofftanks. Wo ist eigentlich der andere Helikopter? Ach, da hinten fliegt er. Das ist ja süß. Wollen wir mal zeigen, dass wir böse sind. Explodier vorher! Wollte nicht. Okay, wo ist denn hier noch was? Da ist noch ein Treibstofftank. Das ist immer wieder schön. Ach, die sind scheinbar. Versenken wir die Insel jetzt komplett, oder? Achtung! Helikopterunterstützung nähert sich. Das ist schlecht. Oder gut, ich weiß es nicht. Au! Okay, schlecht. Eindeutig schlecht. Wer hier mit Raketen auf mich schießt, ist schlecht. Oh, die haben Raketenhelikopter. Das ist ja fies. Ich will auch ein Raketenhelikopter. So. Erledigt. So, wo waren wir? Ach ja, genau. Die Insel einnehmen. Beziehungsweise zerstören. Das sieht aus, als ob wir sie zerstören sollen. Dass sie ganz versinkt. Ah, da ist noch. Unser Heli hört sich nicht mehr so geschmeidig an. Nein, bitte nicht. Ja, klar. So, da ist noch was. Was gibt der denn da hinten rum? Ja, gut, lassen wir ihn mal. Der weiß schon, was er tut, glaube ich. Wir schicken einen Helikopter. Wie viele denn noch? Okay, jetzt muss ich mal kurz mal mich um den da kümmern. Wer gewinnt? Wer gewinnt? Ich gewinne. So, nur noch diesen Tank da, dann haben wir es ja. Ja. Helikopter am Anflug. Ich wiederhole. Sehr schön. 6 von 7 Siedlungen befreit. Nur noch eine Siedlung, dann haben wir die Provinz. Helikopter am Anflug. Okay, ich spring mal raus, wa? Wir schicken Boote zu eurer Position. Ich bin noch gar nicht vorbei. Oh, mein Helikopter. Den wollte ich jetzt mitnehmen. Allein schon, weil der Raketen hat. Und Raketen sind cool. Aber nehmen wir mal mit. Jungs, ihr blamiert uns total. Wer? Boah, boah, schon wieder dieses Scheiß. Ich stürze ab. Achtung, unsere Seestreitkräfte sind okay, ich bin jetzt ein bisschen für... Scheiße. Luftunterstützung ist unterwegs. Weißt du was, ich fliege jetzt mal zu dem Boot hin. Kann ich doch bestimmt helfen, wa? So. Hier Zentrale. Wir schicken Boote zu eurer Position. Hier explodiert alles, du. Spaziert er hier nur auf dem Boot rum? Kann er auch was machen? Kann ich das irgendwie einnehmen oder sonst irgendwie? Irgendwie nicht wirklich. Jetzt hänge ich hier schon wieder auf so ein scheiß Kriegsboot fest. Was wiet hier eigentlich? Okay, beruhigt euch mal, okay. Beruhigt euch mal. Papa Kate ist von hier. Boom. Bitte. Das ist der Helikopter, der hier so rumpirselt. Wir schicken euch Verstärkung. Ziel neutralisieren. Schnell. Ach, beeil dich bloß nicht, Heinz Beert. So, wer will denn noch Ärger hier? So. Ja, das Problem ist nur, dass ich nicht mehr weiß, wie ich Bomben lege. Ah, doch. Lege ich hier mal ein paar ran, wa? Ich hab das Gefühl, dass der das verdient hat.
fliegen lasse ich die explodieren? Wie lasse ich sie explodieren? Ja, schieß du mal. Ich weiß nicht mehr, wie ich die Sprengplätze explodieren lasse. Ich muss mal kurz nachgucken. Tut mir ja leid, aber ich muss mal jetzt ganz kurz mal die Steuerung wieder so. Nahkampf, präzise zielen. Interagieren, doppelt, Zweihand, Spezial, Sprengsatz auswählen. Und wie bringe ich das jetzt zum Explodieren? Das steht ja nicht, ist ja toll. Sprengsatz auswählen, ja, ist ja... Ist ja super, aber... Schön, dass da nicht steht, wie ich es zum Explodieren bringe. Ja, gut. Ah, Kuh! Kuh doch hier! Was hast denn du da für Sprengsätze rangemacht, Alter? Aua! Scheiße! Was war das denn? Okay. Okay, ja, ist in Ordnung, es passt. So, wie komme ich jetzt hier weg? Wie komme ich hier weg? Okay. Gucken wir mal wieder auf die Karte. Jetzt haben wir die Plattform eingenommen. Vielleicht nicht so weit rausscrollen. So, irgendwas, was noch hier offensichtlich ist, was... Da, würde ich sagen. Ah, das sieht noch aus wie eine Stadt. Kann ich irgendwie Schnellreise machen oder so? Schnellreise. Oh, meine Güte da. Okay. Wo ist das? Wo ich hin soll? Ah, da, okay. Da ist es ja. Eine Stadt mit Leuchtturm. Gut. Und runter. Yay. So. Ein bisschen entspannter jetzt. Gut. Plakate und das Ding da oben. Ist ja machbar, würde ich sagen, wa? So, kraxel da mal rum. Dann nimmst du dir das Ding hier und wirfst es um. Beziehungsweise reißt es ab, oder was weiß ich. Gut, machen wir es so. Ist auch kein Problem. Da ist nochmal. So, und jetzt noch ein Plakati. Ein Plakati. Kein Flokati, sondern ein Plakati. Okay, hier ist keins. Das ist dann auf der anderen Seite bestimmt. Dann muss es ja... Ah, da ist es ja. Was ist denn los? So. Alter, bitte mal aufhören zu exekutieren. Ich hab das vorher gesehen, Alter. Die exekutieren hier. Die Bevölkerung steht auch nur rum, ne? Hier Zentrale. Unterstützung ist unterwegs zu euch. Ich weiß nicht, was in letzter Zeit los ist hier. Jetzt bin ich schon wieder tot. In letzter Zeit sterbe ich hier echt oft. Das gibt's ja gar nicht. Warum sterbe ich denn in letzter Zeit so viel? Sie schießen doch nur mit Knarre auf mich. Haben die da irgendwas geändert? Warum trage ich eigentlich keine kugelsichere Weste? So viele Fragen und keinerlei Antworten. Naja, so, jetzt hör mal auf hier mit deinem scheiß Fallschirm. Heinz-Bert, so. Da. Jupp. Ja, ja, du hast ein Tattoo meiner Mutter auf deinen Arsch. Ich weiß, es ist interessant. So, sehr schön. Vico Pletesa oder so. 2 von 7 Provinzen befreit. Diese Stadt gehört jetzt wieder dem Volk. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Was ist hier los? So. Zur Ruhe. Aua, hat er mich gerade echt wieder angefahren? Das gibt's doch gar nicht. Bitte komm, hier Zentrale. Was ist
da draußen los? Bitte komm! Joch der Unterdrückung durch das, den General ist das hier befreit. Im Leuchtturm oder das auf dem Leuchtturm? Gefühl sein. Le Revolution geht weiter, Brüder und ich glaube, das ist hier oben auf dem Leuchtturm, wa? Ja, natürlich ist es auf dem Leuchtturm. Hallo! Wir legten hier oben so ein Band hin, ganz ehrlich. Tag 250. Geduld und Konzentration definieren die Grenzen der Intelligenz. Duschkos Beförderung zum Oberstabsfeldwebel nach seinem unerfreulichen Unfall benebelt seine Sinne. Der armselige Kretin wedelt mit dem Schwanz und stürzt sich auf die Krümel, die vom Tisch wichtiger Männer fallen. Sobald sie ihn treten, werde ich sein verletztes Ego streicheln und ihn daran erinnern, dass er mir einen Gefallen schuldet. Okay, gut. Wie viele Provinzen muss ich noch befreien für den Quest? Befreie 2 weitere. Das ist ja quasi alles. Was ist das? Beende die Mission so und so und... Ja, da werde ich auf jeden Fall nicht eingreifen. Hier haben wir doch schon ein bisschen was, ne? Leider ist hier wieder so eine Basis. Das kann nichts werden. Wenn ich das schon sehe, was da wieder alles drin ist, ne? Okay. Petra. Okay. Kriegen wir hin, wa? Das kriegen wir genauso gut hin, wie wir das die ganze Zeit hinbekommen haben. Gut. Wie kommen wir da denn jetzt am besten hin? Weißt du, warum uns die Armee macht? So. Ich würde ja am liebsten mit einem Helikopter rein, ne, oder so, aber ich habe Angst. Ich habe Angst, weil das werden garantiert wieder Flaks sein. So, die Basis da hinten lasse ich erstmal voll in Ruhe. Ich denke mal, das ist wieder so eine, wo wir erst den Strom abschalten müssen. Vorsicht, Bäume. Deswegen, das bezweifle ich sehr stark, dass wir da hinten was platt bekommen. So. Das ist bestimmt wieder unter der Erde, oder? Verdammt. Warum machen die denn das immer unter der Erde? So, flattern wir mal ganz schnell hin. Also die ignorieren wir vollkommen, wenn ich das schon sehe, ne? Helikopter fliegen da und Boote und Kanonenboote und was weiß ich. Das wird dann einfach mal in Ruhe gelassen. Deswegen gehen wir jetzt zu einer anderen Basis, weil die wird bestimmt einfacher. Garantiert. Ich könnte mit einem Panzer reinfahren. Aber dann ballern die meinen Panzer kaputt. Tja. Aber eigentlich wäre mit Panzer, glaube ich, am besten, oder? Wobei, ich komme, glaube ich, gar nicht rein. Oh, so schön entspannte Musik. Dafür, dass das bestimmt gleich voll losgeht, wenn ich da schon sehe, was ich alles kaputt machen muss, ne? Bin ich da nicht sehr begeistert von. Nicht sehr begeistert. So. Ich könnte jetzt mit einem Panzer da reinfahren. Könnte ich schon ein bisschen hier kaputt schießen und dann... Ach komm, machen wir das doch einfach mal, meine Güte. Rebellenabwurf. Anfordern. Ein Panzer, die bitte. Ja, es war nur dieser komische Urgaburger, aber Raketen können wir leider nicht anfordern. Gib mir mal bitte nochmal eine richtige Waffe. Eine, die auch wehtut. Ich weiß aber gar nicht, welche. Hier. Gib mir die. Anfordern. Kostet ein Signal, natürlich. Zack. Ich hoffe, das stört die nicht, dass hier jetzt gleich, ne, ein Panzer und sowas vor der Tür steht. Aber ich denke mal, da gehen die locker mit um, wa? Toll. Nimm mal die Knarre hier. Nimm mal die Knarre. Ärger mich nicht. Nimm die Knarre. Ach, ich hasse euch, Alter. Ach, fick doch auf die Knarre hier. Alle Einheiten hierher. Werft man extra eine scheiß Knarre ab, du, und dann. So.
Wir werden mal sehen, wo hier vorne und hinten ist bei dem Ding so. So. Das Ding ist leider nicht sehr schnell. Hey, lass doch nicht das Tor runter. Warum lasst ihr denn das Tor runter? Ihr seid scheiße. Jetzt haben die das scheiß Tor runtergelassen, oder was? Kann ich es wieder hochmachen? Geh mal rüber da. Ding ins Auto. So. Kann ich es wieder hochlassen? Nein, natürlich nicht. Super. Okay, fahren wir mit dem Wagen rein. Ich habe zwar niemanden dabei, der schießen kann, aber ich habe einen Wagen. Toll, da will man denn hier ganz stilvoll. Achtung, Helikopterunterstützung nähert sich eurer Position. Mal durch. Ich sehe schon, ich kann hier nicht durch. Okay, dann machen wir es ganz einfach hier. Ich bin noch nicht mal drin, Alter. Ich bin noch nicht mal drin. Mal abrasieren oder was? Kann er mal. Danke. Oh Mann, Alter, ich bin doch noch nicht mal drin. Achso, da ist es ja. So, ich bin gar nicht angekommen. Alle Einheiten in kommen die mit dem Panzer an? Sichtkontakt wiederherstellen. Ich hätte gerne den Panzer, den ihr mir da gibt. Das wäre echt ein Jumbo-Plaisir. Danke, Panzer. So, Rinder, jetzt spiel nicht mit dem Typen da, fang den Sack, sondern Rinder. So, wo geht's denn hier lang? Ah, das ist vorne, okay. Muss man ja auch wissen. So, weg. So, jetzt haben wir hier wenigstens auch einen Panzer drinne. Jetzt kann's ja gar nicht mal so schwer sein, außer dass ich hier schon, was weiß ich hier für ein Chaos fabriziert habe. Ohne wirklich was erreicht zu haben. Sichtkontakt verloren. Alle Mann ausschwärmen. So, da haben wir schon mal was kaputt gemacht. Ist noch ein Tor, wirklich? Ihr habt zu viele Tore, Leute. Ihr habt zu viele Tore. Kann ich mal reinladen. Oh, das sind freundliche Genossen. Bin ich hier richtig? Nicht wieder das Tor runter machen. Danke. Oh, ein Heli. Bin ich hier richtig? Das Gefühl, dass ich hier nicht richtig bin. Vorsicht, Zielperson hat einen Panzer. Wer hat das denn jetzt gesagt? Wer redet hier so komisch? Ich glaube, du warst das, oder? Vorsicht, Zielperson hat einen Panzer. Ich weiß gar nicht, was ich hier jetzt vernichte. Irgendwie bin ich noch nicht wirklich da angekommen, wo ich wollte. Aber schön. Geh mal weg da. Ich habe jetzt hier so einen Satelliten zerstört oder so ein Ding. Gehört ihr das dazu? Muss ich mal ganz kurz drauf gucken. Ich bin doch hier richtig, ne? Ja. Eigentlich schon. Antennenturm, ja. Eine Sache zerstört. Toll. Ich bin quasi schon richtig stolz auf mich. So, wie komme ich denn jetzt da rein, wo ich rein will? Da ist eine Brücke zum Hüpfen. Nein, wir wollen jetzt nicht hüpfen. So, ist das hier unter uns? Das ist unter uns wieder. Hey! Pass mal auf, Alter! Ich wäre hier beinahe runtergepurzelt. Das willst du doch nicht. Ja, da oben sind... Okay, erledigen wir erstmal das, was draußen ist. Komm hier nicht weg. Ich will meinen Panzer nicht aufgeben. Na gut. Ciao. Oh. Das war die beste Idee des Tages. Okay, jetzt ist der Panzer weg und wir haben hier eine Riesenschüssel. Oh,
erstmal hier. Ja, was mache ich denn jetzt hier auf der Schüssel? Außer, dass die Leute hier durchdrehen. Naja, ich treffe mich eh nicht. Geile Waffe hier irgendwie. Was ist das bloß für euch? Ich will die Waffe haben. Warum seid ihr immer alle so gemein zu mir? So, krieg ich das kaputt mit dem Ding? Glaub nicht. Der Zweifel ist sehr stark. Kann ich irgendwas ausrichten? Glaube nicht. Der Zweifel ist sehr stark. Doch da hinten vielleicht. Ja, da hinten kriegen wir ein bisschen was. Haben wir ein bisschen was kaputt gemacht. Ansonsten wollte ich von diesem Typen eigentlich die Waffe haben, aber irgendwie wollte er die uns nicht überlassen. Ich weiß gar nicht warum. Zählt das? Nein, zählt natürlich nicht. Warum auch? Wäre ja auch zu einfach, wenn das zählen würde. Mal auf. Okay, ich wollte eigentlich dieses Mal ein bisschen geschickter vorgehen und nicht einfach die ganze Zeit sterben, aber ich habe das Gefühl, dass das nichts wird. Also das mit dem geschickter vorgehen. So, mal ein bisschen Druckballern da auf den alten Heinz. So, jetzt mach mal. So, endlich.